Ich lese Ihnen mal was vor. In der ersten Jahreshälfte sind Sie abenteuerlustig und strahlen großes Selbstbewusstsein aus. Das fördert Ihre Beziehung zum Partner. Im zweiten Halbjahr stehen gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm. Und wenn Sie es schaffen, in Ihrem Alltag nicht allzu viel Stress zuzulassen, dann wird's ein schönes Jahr. Na, haben Sie sich angesprochen gefühlt? Eigentlich war das ja mein Horoskop, aber Horoskoptexte sind ja eine eigene Kunstform. Sind kurz, vielversprechend und irgendwas stimmt irgendwie immer. Wenn Sie Ihrem Zeitschriftenhoroskop vertrauen oder ab und an gerne mal bei der Wahrsagerin reinschauen, nur so, um zu hören, was so passieren wird, dann sind Sie auf jeden Fall nicht allein. Fast die Hälfte der Deutschen glaubt an Astrologie. Jeder Vierte ist sogar aufgeschlossen gegenüber esoterischen Wunderheilern. Und manchmal scheint es ja sogar wissenschaftliche Beweise dafür zu geben, dass an all dem tatsächlich was dran ist. Wirklich? Das wollen wir rausfinden heute in unserem Esoterik-Check. Beruflich sind Sie ganz Steinbock untypisch. 2014 der geborene Teamplayer. Neben vielen schönen Momenten erleben Sie kleine Tiefpunkte, kenne ich schon, die Sie aber mit Bravour meistern. Von Langeweile kann nicht die Rede sein, denn Sie bekommen viele Möglichkeiten, Ihr Leben etwas mehr, nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Diese sollten Sie dann auch beherzt ergreifen. Das ist doch toll. Und wie finden Sie es? Was halten Sie von? Bla, bla. Ich bin ein Teamplayer, das stimmt. Ja, immer schon. Ich wäre froh, es würde so eintreffen. Erstes Checkkriterium: Wie groß ist die Faszination für Esoterik? Würden Sie sich mit Hilfe der Quantenheilung therapieren lassen? Ich müsste erst mal wissen, was das ist. Quantenheilung? Was Allumfassendes oder so? Pseudophysikalische Phänomene. Unser zweites Checkkriterium. Gibt es wissenschaftliche Beweise? Wie riskant ist es, Ihrer Meinung nach, esoterische Heilmethoden auszuprobieren? Also riskant in dem Sinne nicht. Ich halte nur absolut nichts davon. Ach, das ist ein Kapitel für sich. Also, Sie fragen natürlich genau den Falschen. Ich bin, habe mal Theologie studiert und bin katholisch und finde das natürlich super riskant. Unser drittes Checkkriterium, das Gefahrenpotenzial. Wir sind auf dem Weg zu Anne Benson, Wahrsagerin und Kartenlegerin. Die Studentin Annabelle soll sich in unserem Auftrag gleich die Zukunft vorhersagen lassen. Und, bist du gespannt? Ja, ich bin total gespannt, was ich gleich erfahren werde. Hallo, na dann. Guten Tag. Ja, dann reicht man sich. Hallo, ich bin die Annabelle. Guten Tag, Annabelle. Annabelle trifft die Wahrsagerin heute zum ersten Mal. Auch telefoniert haben sie vorher nicht. Wir dürfen die Sitzung mit der Kamera begleiten. Ausnahmsweise, hat Anne Benson gesagt. Es war nicht leicht, jemanden zu finden, der sich bei der Arbeit filmen lässt. Wahrsager lassen sich nicht gerne in die Karten schauen. Leuchten Sie nicht so viel für andere Menschen. Und vor allen Dingen wird in nächster Zeit etwas auf Sie zukommen, dass Sie jemandem sehr behilflich sind. Das wird aber zu gar nichts führen. Sie werden sich sehr bemühen, Sie werden gute Ratschläge geben, aber derjenige wird genau das Gegenteil von dem machen und wird Sie sehr enttäuschen. Was sagst du dazu? Ja, also ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend. Und ich kann mich da schon sehr gut mit identifizieren, auch mit den Themen, dass ich mich immer sehr verausgabe und sehr viel für andere Menschen mache. Das Prinzip beim Wahrsagen ist ganz einfach. Ich versuche, so viel von dem Menschen zu erreichen, wie ich erreichen kann, und versuche, die Möglichkeiten zu erfassen. Und es ist mir ganz wichtig, dass derjenige, der bei mir aus der Wahrsagestube geht, wirklich sich wieder ans Leben ranwagt und sich auch darauf freut. Schon seit über 40 Jahren beschäftigt sich Anne Benson mit Wahrsagen und Kartenlegen. Sie versteht sich vor allem als Lebensberaterin. Unser Eindruck nach einer Viertelstunde ist zwar irgendwie Humbug, aber wenigstens gut verpackt. Für mich ist es kein Humbug, weil ich einfach glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen ihre Sorgen konzentriert bei mir auf den Tisch legen und in relativ kurzer Zeit Antworten bekommen.
Annabelle jedenfalls scheint beeindruckt. Also mein Fazit ist, dass es auf jeden Fall sehr bereichernd war. Ich muss auch sagen, dass die Charaktereigenschaften, was eben auch beschrieben worden ist, also auch vielleicht aus der Gegenwart sehr gut auf mich zutreffen. Also ich habe auch schon Enttäuschungen gehabt. Und das mit der Beziehung stimmt wirklich. Bin da nicht so zufrieden gerade. Unser erstes Urteil: Wahrsagen fasziniert. Erstaunlich. Dabei leben wir doch eigentlich in vernünftigen, aufgeklärten Zeiten. Im Prinzip kann man sich ja die ganze Welt erklären lassen mit einem Klick ins Internet. Und trotzdem lassen sich jedes Jahr Millionen von Deutschen, von Kartenlegern, Wahrsagern und anderen Zukunftsdeutern in den Bann ziehen. Und die meisten, sogar diejenigen, die keinerlei esoterisches Äderchen im Leib haben, die gehen nach Hause mit dem Gefühl, dass sie gerade etwas absolut Erstaunliches erlebt haben. Woher wissen die Wahrsager eigentlich so viel? Auch so kleine, stimmige Details. Wir haben die Zauberkugel mal in den Schrank verbannt und einen Blick durch das Mikroskop der Wissenschaft geworfen. Forscher, die sich mit Wahrsagen beschäftigen, gibt es in Deutschland kaum. Ein Psychologe der Uni Hildesheim erklärt sich bereit, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Wir treffen ihn auf dem Kulturcampus der Domäne Marienburg. Eine Festung aus dem 14. Jahrhundert. Perfekt für ein Interview über Magie und Wahrsagerei. Was sagt der Wissenschaftler zu dem ganzen Hokuspokus? Wahrsagen lässt sich bestimmt nicht komplett wissenschaftlich erklären. Es wird vermutlich so sein, dass es eine Reihe von einzelnen Techniken oder Prozessen gibt, die zusammengenommen erklären, warum einerseits manche Leute es machen als Beruf, als Wahrsager, Wahrsagerin, und warum andererseits manche Leute so gerne zum Wahrsager oder zur Wahrsagerin gehen. Interessant. Diese Techniken schauen wir uns genauer an. Die Sonne sagt natürlich auch über Sie etwas aus, dass Sie ganz offensichtlich auch ein Sonnenschein sind. Das hört doch jeder gern. Methode 1, schmeicheln. Also es kann durchaus sein, dass Sie nicht in München bleiben werden. Methode 2, vage Aussagen treffen. Ein wichtiger Mechanismus, der Wahrsagen gelingen lässt, ist der, dass wir als Zuhörer, Zuhörerinnen selektiv sind. Dass wir uns die Dinge auswählen, die zu dem passen, was wir erwarten oder wünschen. Manchmal sogar beides. Und eine gute Brücke dahin ist, wenn ich als derjenige, der wahrsagt, Dinge sage, die nicht eindeutig sind in ihrer Botschaft. Mehrdeutig vielleicht sogar, indem ich zum Beispiel einerseits andererseits sage oder indem ich unklare Formulierungen benutze. Methode 3. Das Jonglieren mit Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, Sie werden mindestens 2 Kinder haben. Ein ganz wichtiger Weg, der Wahrsagen gelingen lässt, ist, dass man mit plausiblen Dingen beginnt. Die zumindest nach dem ersten Eindruck, den der Wahrsager, die Wahrsagerin von dem Kunden oder Klienten hat, höchstwahrscheinlich vorkommen. Zum Beispiel eben bei jemand Jüngeren das Thema Familiengründung, bei jemand Älteren das Nachlassen der Fähigkeiten des Sehens oder Hörens. Das ist nicht so schwer, das zu raten, und die Wahrscheinlichkeit, dass das auf diese Person zutrifft, ist verhältnismäßig groß. Die psychologischen Techniken klingen einleuchtend. Aber Wahrsager behaupten ja, sie könnten tatsächlich in die Zukunft sehen. Wir fahren nach Freiburg im Breisgau. Ans Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Ein ungewöhnlicher Name. Und ungewöhnliche Dinge sind auch das Gebiet von Alexander Siller. Der Psychologe möchte wissen, ob Menschen nicht doch ein bisschen in die Zukunft schauen können. Also wir wollen versuchen herauszufinden, was für Reaktionen letztendlich Menschen haben, bevor ihnen ein Gegenstand gezeigt wird. Und dabei geht es uns um unbewusste Vorahnungen, also um unbewusste körperliche Reaktionen, die wir an sich nicht spüren können. Das sind Maße, die wir auch nicht spüren könnten. Und ob diese letztendlich uns beeinflussen in den Entscheidungen, die wir dann treffen werden. Um das zu demonstrieren, haben die Forscher ein Experiment aufgebaut. Eine Probandin bekommt den Auftrag, verschiedene Dinge zu stehlen. Einen Schlüsselanhänger, einen Holzapfel und eine kleine Truhe mit Geld. Danach schließen sie die Forscher an verschiedene Messelektroden an. Sie sollen die Reaktionen ihres Körpers überwachen. Puls, Atmung, Hautleitfähigkeit. Dann werden ihr auf einem Bildschirm Fotos vom Diebesgut vorgespielt. Immer im Wechsel mit Bildern beliebiger anderer Gegenstände. Nein.
Nein. Die Probandin antwortet immer mit Nein. Was die Forscher interessiert, sind die 5 Sekunden, bevor sie das Bild vom Diebesgut sieht. Kann sie körperlich vorausahnen, dass gleich ein gestohlener Gegenstand kommt? Hat sie hellseherische Fähigkeiten? Ja, es ist uns bis jetzt noch nicht gelungen, hellseherische Fähigkeiten zu beweisen, dass es die wirklich gibt. Es ist uns eigentlich eher gelungen, zu beweisen, dass es diese hellseherischen Fähigkeiten nicht gibt. Wissenschaftliche Beweise also, Fehlanzeige. Und wie steht es um das Gefahrenpotenzial beim Wahrsagen? Eine Gefahr ist tatsächlich, dass vielleicht nicht alle Personen, die diesen Beruf, das Amt des Wahrsagens ausüben, wirklich gesund sind. Man könnte sich ja vorstellen, dass einige Personen tatsächlich Stimmen aus dem Jenseits zu hören glauben und diese Stimmen weitergeben. Das ist aber nicht ein Geschäftstrick oder ein Mechanismus, sondern tatsächlich eine Wahnvorstellung, die diese Person hat. Und das kann natürlich dann auch zu sehr gravierenden Vorhersagen führen. Meist ist Wahrsagen jedoch ein harmloser Zeitvertreib. Unser erstes Ergebnis, die Wahrsagerei, die ist faszinierend, wissenschaftlich nicht zu beweisen, schadet in den meisten Fällen, aber auch nicht wirklich, außer der Wahrsager war zu teuer. In der Branche steckt ohnehin eine ganze Stange Geld. Man schätzt, dass auf dem deutschen Esoterikmarkt jedes Jahr 25 Milliarden Euro umgesetzt werden. Und das natürlich nicht nur mit angeblichen Blicken in die Zukunft, sondern zum Beispiel auch mit obskuren Heilmethoden, die angeblich wissenschaftlich bewiesen sind. Wir haben da mal den neuesten Renner getestet, die Quantenheilung. Wir besuchen das Healing Center and Spa im Münchner Westen. Hier bieten Thomas Lang und Monika Walbert Seminare zur Quantenheilung an. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin und diese 2 Tage mit euch verbringen darf. Die wichtigsten Erkenntnisse der Quantenphysik werden wir euch auch erläutern. Harmonie in gesundheitlichen, finanziellen und partnerschaftlichen Angelegenheiten wird den Teilnehmern versprochen. Unser erster Eindruck sieht aus wie ein normales Entspannungsseminar. Doch es steckt mehr dahinter, behauptet Thomas Lang. Das Grundprinzip der Quantenheilung ist Heilung durch Bewusstsein. Das heißt, wir gehen in einen gewissen Bewusstseinszustand. Aus diesem Zustand heraus kommt ein Impuls und dieser Impuls trifft unser Energiefeld und sorgt dafür Ordnung und Harmonie. Einer ist der Impulsgeber und einer ist der Fänger. Die Technik ist schnell erklärt. Der Heilende legt seine Hand auf 2 Punkte am Körper und grenzt damit ein sogenanntes Quantenfeld ein. Er formuliert einen Wunsch und lässt es geschehen. Was ist da gerade passiert jetzt bei Ihnen? Ich war weg. Ich war einfach glücklich. Eine riesen Wucht, die auf mich zukam und die hat mich leicht nach hinten katapultiert. Wie erklären Sie sich das? Ja, das ist eben diese Kraft, dieses Energiefeld. Die Faszination bei der Quantenheilung ziemlich groß. Aber hat das tatsächlich etwas mit Quantenphysik zu tun? Um das herauszufinden, fahren wir nach Wien. Auch in Österreich ist die Quantenheilung stark im Kommen. In einem Wiener Kaffeehaus haben wir uns mit den Quantenphysikern Florian Eigner und Jörg Schmiedmeier verabredet. Florian Eigner ist Mitglied bei den österreichischen Skeptikern. Einer Vereinigung von Forschern, die esoterischem Humbug den Kampf angesagt haben. Quantenheilung greift eigentlich nur Dinge auf, die es schon lange, lange gab. Leute, die etwa mit Handauflegen geheilt haben, die gab es immer schon, oder ähnliche Dinge. Und nun versucht man diese jahrhundertealten Dinge unter einem neuen Etikett anders zu verkaufen. Und Quanten ist nun einfach ein Modewort geworden und deswegen versuchen die Leute mit dieser naturwissenschaftlichen Legitimation Dinge zu verkaufen, die es eigentlich schon längst gab und die mit Quantenphysik in Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Quantenphysik ist das Gebiet der Physik, das sich mit der Wechselwirkung kleinster Teilchen befasst.
Um das besser zu verstehen, nehmen uns die Forscher mit ans Atominstitut der TU Wien. Hier lässt Jörg Schmidmeier Atome interferieren, wie er sagt. So richtig verstanden haben wir es ehrlich gesagt nicht. Doch selbst Forscher geraten bei der Quantenphysik häufig an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft. Es ist schon so, dass es in der Quantenphysik oft Aussagen gibt, die uns ganz besonders bemerkenswert und überraschend erscheinen. Ein Teilchen, das gleichzeitig hier und hier ist, ein Atom, das sich gleichzeitig links herum und rechts herum dreht, das ist schon erstaunlich. Es ist nur ein Irrtum zu glauben, dass diese erstaunlichen Dinge der Quantenphysik, die zu unserer Alltagserfahrung nicht so recht passen, dann verwendet werden könnten, um esoterische Dinge auch zu legitimieren. Wissenschaftliche Beweise, dass Quantenheilung funktioniert, haben wir keine gefunden. Gemütszustände haben nichts mit Quantenteilchen zu tun. Und Quantenteilchen können nicht heilen. Das muss auch Thomas Lang zugeben. Die Quantenphysik hat generell mal nichts mit Quantenheilung zu tun. Aber wichtig ist, sind die Erkenntnisse der Quantenphysik, die vor ca. 100 Jahren entdeckt wurden durch die Quantenphysiker. Das heißt, Bewusstsein verändert Materie. Das ist so das Hauptergebnis der Quantenforschung, dass unser Bewusstsein Materie beeinflusst. Alles klar, oder? Falls der Heiler die Rolle des Arztes übernimmt, birgt die Quantenheilung übrigens durchaus Gefahrenpotenzial. In den meisten Fällen aber eine harmlose Entspannungsübung. Für ein verführerisch schillerndes Esoterikprodukt braucht es also ein bisschen Entspannungstherapie, dann einen Haufen möglichst pompös klingender wissenschaftlicher Begriffe, die kein Mensch versteht, und natürlich auch eine große Portion dran glauben wollen. Und schon lassen sich Menschen verzaubern. Echte Wissenschaftler, die sagen übrigens, es liegt in der Natur des Menschen, für das Übersinnliche empfänglich zu sein. Weil in uns stecken die Gene der Steinzeitmenschen. Und die haben ja überall geheimnisvolle Kräfte am Werk gesehen. Besonders aufgeladen ist da natürlich das Wasser, unser Lebenselixier. Insofern bietet gerade das Wasser viel Raum für Hokuspokus. Was halten Sie von vitalisiertem Wasser? Vitalisiertem Wasser? Was ist das genau? Kennen Sie das? Energetisch aufgeladen, oder? Ja. Hab ich doch mal. Also ich kaufe mir sowas nicht, weil ich denke, dass das so Blödsinn ist. Wasser muss schwingen, sonst kann es uns krank machen. Das behauptet ein Mann aus Baltham bei München. Wir sind auf dem Weg zu Mr. Water. Und so sieht er aus, der Mann des Wassers. Erich Meidert verkauft Geräte, mit denen sich Wasser vitalisieren lässt. So funktioniert Wasserbelebung. Denn Wasser, das zu lange in Flaschen gelagert wurde oder länger in der Leitung steht, ändert angeblich seine Kristallstruktur. Es verklumpt. Davon ist Erich Meidert fest überzeugt. Um Leitungswasser wiederzubeleben, hat er eine Verwirbelungsmaschine gebaut. Alchimator nennt er das Gerät. Und so funktioniert es. Ich vollführe den Prozess, wie er in der Natur ist, nämlich, dass ich das Wasser remineralisiere. Ich brauche auch Vitalkräfte im Wasser. Es wäre sonst ein totes Wasser und es ist kein gutes Wasser für den Organismus. Man braucht eine Wasserbelebung. In der Natur funktioniert es genauso. Da läuft es durch Bäche, Gesteine und wird wiederbelebt. Es kommt Sauerstoff rein und dann hat es auch ganz andere Werte, messbar. Hat einen höheren pH-Wert, es geht ins Basische und vor allem es geht in die Zellverfügbarkeit. Dass Wasser nicht gleich Wasser ist, möchte er an einem Versuch demonstrieren. Leitungswasser, Mineralwasser, vitalisiertes Leitungswasser. Nun gibt er ein paar Tropfen Seifenlauge dazu. Jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten. Wir sind gespannt. In der Zwischenzeit zeigt uns Mr. Water seinen Verkaufsschlager, das Komplettpaket. Mit 3-Stufen-Filter, Umkehrosmose, Orgonstrahler und Mineralisierungsfunktion. Damit, sagt Mr. Water, bekommt man Wasser frisch wie aus dem Hochgebirge. Der Versuch ist fertig. Im Leitungs- und Mineralwasser haben sich Klumpen gebildet. Das vitalisierte Wasser aber hat die Seife gebunden. Mr. Water erklärt das so.
Gesättigtes Wasser mit vielen Fremdstoffen hat einfach nicht mehr diese Bindungsfähigkeit, die man dann für die Gesundheit im Organismus braucht, für den Stoffwechsel zur Ver- und Entsorgung. Je sauberer Wasser, umso mehr Fremdstoffe kann es ver- und entsorgen. Die Verwirbelungsgeräte verkaufen sich gut. Die Faszination ist riesig. Aber lässt sich die angebliche Wasserbelebung wirklich so einfach beweisen? Wir sind skeptisch und machen uns auf den Weg nach Berlin. Hier haben wir uns mit einem Professor für Chemie verabredet. Klaus Roth hat an der Freien Uni Berlin über 30 Jahre Chemie gelehrt. Mit ihm wollen wir das Experiment noch einmal nachstellen. Wieder drei verschiedene Wassersorten. Auch das von Mr. Water ist dabei. Ein paar Tropfen Seife, nach einer halben Stunde das gleiche Ergebnis. Doch Professor Roth lässt den Zauber platzen. Ja, mit Vitalisieren hat das überhaupt nichts zu tun, denn es handelt sich nur um Calciumionen, die zum Beispiel ein Mineralwasser aufnimmt, wenn der Regen durch eine große Gesteinsschicht durchläuft. Und das Calcium befindet sich dann in dem Wasser drin. Das ist also lediglich ein Mineralgehalt. Das Wasser enthält wenig Mineralien, das Trinkwasser etwas und das Mineralwasser enthält eben viele Mineralien. Das ist eigentlich alles. Das vitalisierte Leitungswasser hat einfach weniger Calcium. Deswegen bilden sich keine Klumpen. Über die Wasserqualität sagt das aber gar nichts aus. Denn die ist bei uns ohnehin sehr gut. Unser Leitungswasser gehört zu den bestuntersuchtesten Lebensmitteln überhaupt. Es wird garantiert. Und die eigentlichen Gefahren im Wasser sind eigentlich immer Keime, also Bakterien oder irgendwelche biologischen Systeme. Die Ionen, die da drin sind, spielen eigentlich keine große Rolle. Unser drittes Checkurteil: Bei vitalisiertem Leitungswasser ist das Gefahrenpotenzial äußerst gering. Es ist eben doch nur ganz normales Wasser. Zumindest handelt es sich in diesem Fall um richtig teures, ganz normales Wasser. So eine Anlage, wie wir sie gerade gesehen haben, die kostet nämlich über 1500 Euro. Und trotzdem gehen die Verwirbler weg wie warme Semmeln. Die wirbeln nämlich inzwischen schon in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz. So, wir halten schnell mal fest. Bloß weil irgendwo draufsteht, dass was wissenschaftlich bewiesen ist, heißt das noch lange nicht, dass da tatsächlich irgendwann mal echte Wissenschaftler am Werk gewesen sind. Oft genug hat einfach irgendjemand sich ein Experiment überlegt, wild aus irgendwelchen Studien zitiert und sich so seine eigene Theorie gezimmert. Wobei die Ergebnisse sind oft so absurd, dass man keine echten Wissenschaftler braucht, um den Schwindel relativ schnell auffliegen zu lassen. Würden Sie Ihre DNA umprogrammieren lassen, wenn Sie dadurch mehr Energie bekämen? Nein. Warum? Das ist meine DNA, das ist meine Persönlichkeit. Das ist ein Käse. Das ist Fantasiegebilde. Ich finde es irgendwie nicht korrekt, die umändern zu lassen. Wie mit den Pflanzen. Das ist doch völlig absurd, finde ich. Die Freiburger Studentin Luise soll für uns eine Therapie testen, die tatsächlich ziemlich absurd klingt. Die Alpha-Synapsen-Programmierung. Das Konzept stammt von Lissy Götz. Wir dürfen sie zu Hause besuchen, in einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Wir können auf die in unserer DNA gespeicherten Seinszustände zugreifen, um unser Alltagsleben zu verbessern. Davon ist Lissy Götz überzeugt. Also Luise, Sie sind ja heute hier, weil Sie ein bestimmtes Problem haben. Um was geht's denn bei Ihnen genau? Darum, dass immer wenn es an die Prüfungsphase geht und ich Hausarbeiten schreiben muss, ich mich extrem schwer aufraffen kann und es mir sehr schwer fällt, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, obwohl ich eigentlich genug Zeit hätte, um was zu tun. Ich fange das mal mit der Alpha-Scheibe an, mit diesen Sätzen, die da draufstehen. Und Sie sagen mir jetzt einfach eine Zahl zwischen 1 und 5. 4. Die 4. Die 4, das wären dann die Emotionen. Eine Zahl zwischen 1 und 16. 12. Die 12, das sind die Zweifel. Ich lasse meinen Unglauben und meine Zweifel vollständig los und ersetze sie durch Vertrauen und Glaube. Mal tief atmen. Also mit der Kraft der Gedanken sind wir in der Lage, die DNA zu verändern.
Und zwar ganz einfach deshalb, weil ein Teil der DNA aus sogenannten Transpositionselementen besteht. Und die Genforscher haben festgestellt, dass in Stresssituationen diese Transpositionselemente sich mit Genen verbinden oder sich dahingehend auch verändern. Und also nicht nur in Stresssituationen, sondern auch Kraft meiner Gedanken kann ich diese DNA beeinflussen. Unbestritten ist, dass die Umwelt Einfluss auf unser Erbgut hat. Es gibt sogar eine eigene Forschungsrichtung, die Epigenetik. Doch lässt sich Luises Problem einfach so am Wohnzimmertisch wegprogrammieren? Also ich muss schon sagen, dass sich mein Gefühl in Bezug auf mein Problem schon auf jeden Fall verbessert hat. Aber natürlich steht mir der ganzen Sache noch ein wenig skeptisch gegenüber. Aber ich denke, das wird sich auch einfach jetzt noch im weiteren Verlauf zeigen und dann auch, wie ich nach Hause komme und es dann schaffe, mich an meine Prüfungen zu setzen. Auch bei diesem Angebot ist die Faszination relativ groß. Wir wollen einem echten DNA-Forscher davon erzählen. Es war schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der sich diese abwegige Theorie anhören möchte. Der Biophysiker Hendrik Dietz von der TU München erklärt sich schließlich bereit. Er und sein Team experimentieren mit DNA-Molekülen, die mit Zellen interagieren können. Zum Beispiel, um einmal Krankheiten wie Krebs zu therapieren. Können Gedanken die DNA beeinflussen? Die räumliche Anordnung oder Art der Verpackung der DNA in einer Zelle zu beeinflussen, das erfordert wirklich die direkte Manipulation der DNA auf der molekularen Ebene innerhalb einer Zelle. Jetzt stellen Sie sich vor, unser Körper besteht aus mehreren Milliarden Zellen. In jeder dieser Zellen befindet sich immer eine komplette Kopie der DNA. In jeder dieser Zellen müssten Sie angreifen mit einer winzigen molekularen Sonde, um diese Umordnung zu erreichen. Und es ist auch klar, dass man das auch nicht durch die Kraft der Gedanken erreichen kann. Beweise, dass sich die DNA durch Gedankenkraft neu programmieren lässt, gibt es natürlich keine. Ich mal jetzt einfach mal drauf los. Gell? Selbst im Labor ist es schwierig, die DNA zu verändern. Denn sie ist eine sehr stabile Konstruktion. Chemisch gesehen handelt es sich um Nukleinsäuren, die in einer Doppelhelix organisiert sind. Viele ihrer Eigenschaften sind bekannt, überprüft, bewiesen. Wie das bei echter Wissenschaft so üblich ist. Die Wissenschaft unterscheidet sich eben von etwas Esoterischem. Insofern, dass wir halt versuchen, Wissen zu schaffen, das sozusagen eben A, der Allgemeinheit zugänglich ist und B, auch durch jeden im Prinzip jederzeit überprüft werden kann. Also das ist sozusagen das ganz elementare Prinzip der Naturwissenschaften. Sozusagen der Test jedes Wissens ist das Experiment. Und wenn man etwas nicht messen kann oder nicht sozusagen wirklich überprüfen innerhalb von Experimenten, dann ist halt etwas nicht vorhanden. Und wer doch daran glaubt, kann das irgendwie schaden? Unwahrscheinlich. Trotzdem sollten labile Personen aufpassen, an wen sie geraten. Und von obskuren Heilmethoden lieber die Finger lassen. Das Fazit unseres Esoterik-Checks, das hätte man fast so vorhersehen können. Die Esoterik-Szene, die ist buntschillernd wie eine schöne Seifenblase. Und im Prinzip bietet sie alles. Vom harmlosen Hokuspokus bis zur waschechten Charlatanerie ist da alles dabei. Wobei die Fähigeren unter den Charlatanen sich gerne ein wissenschaftliches Mäntelchen überwerfen, damit sie ein bisschen seriöser daherkommen. Die wichtigsten Ergebnisse von unserem Check, die können Sie auch noch mal auf unserer Homepage nachlesen. Und weil das mit dem Handauflegen im Fernsehen nicht so doll funktioniert, habe ich für Sie als Service einen kleinen Blick in die Zauberkugel meiner Tochter geworfen und kann Ihnen versichern, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.